Fortnite Season 5 ist gestartet und es gibt endlich neue Informationen zu Pokémon Let's Go. Das und mehr gleich. Heute ausnahmsweise mal im Stehen, denn wir spielen natürlich nach wie vor immer wieder in unseren Formaten herum. Deshalb an dieser Stelle schon mal vielen Dank für euer Feedback. Gerne weitere Kommentare unter die Videos, auch unter dieses Video. Jetzt erstmal zu unserem ersten Thema, Pokémon Let's Go Evoli und Let's Go Pikachu. Denn dazu gibt es einen neuen Trailer und neue Informationen. In diesem Trailer wird neues Ingame-Material gezeigt. Außerdem tauchen alte Charaktere, alte bekannte Charaktere auf, wie Rocco und Misty. Und es ist auch bekannt, welche exklusiven Pokémon es für die jeweilige Edition gibt. So kannst du in Pokémon Let's Go Pikachu Mirapla, Sandan und Fukano fangen und in Pokémon Let's Go Evoli Vulpix, Knofensa und Mauzi, jeweils ganz exklusiv. Und ein Feature sorgt schon für ziemliche Lacher unter den Fans der Reihe, denn es gibt jetzt die Möglichkeit, Pokémon zu frisieren. Diese Fashion-Frisuren allerdings, die sehen an den Pokémon eher merkwürdig als cool aus. Season 5 in Fortnite ist gestartet und entgegen vieler Theorien ist es nicht das Zeitreisethema geworden, dafür gibt es aber andere zahlreiche Neuerungen. Und zwar findet ihr auf der Karte unter anderem jetzt eine Wüstenlandschaft, dafür sind andere Gebiete verschwunden. Und wer keinen Bock hat, andere Leute zu killen, der bekommt jetzt mit Season 5 ein ganz neues Hobby. Denn Besitzer des Battle Passes können mit steigender Stufe Spielsachen wie Golf oder Basketbälle bekommen. Nochmal Pokémon, allerdings Pokémon Go, denn im Rahmen des Chicago-Festes an diesem Wochenende winken zahlreiche Boni für Millionen von Spieler, zumindest wenn diese eben auch Millionen von Feldforschungsaufgaben erledigen. So gibt es zusätzliche Bonbons und verkürzte Ausbrutzeiten bei den Eiern. Und Niantic hat außerdem noch den Zapdos-Tag angekündigt, der findet am 21. Juli 2018 statt. Die Zapdos, die da zu fangen sind, haben die Sofortattacke Donnerschock, alle. Und wer an einer Zapdos Arena dreht, hat außerdem die Chance, 5 Raid-Pässe auf einmal zu gewinnen. The Walking Dead Our World ist seit dieser Woche für iOS und Android-Geräte im Store verfügbar. Wer also nach einer guten Pokémon Go-Alternative diesen Sommer sucht, ist mit dieser AR-App bestens beraten. Wir konnten bereits einige Stunden reinspielen und finden es ganz cool. Die Missionsarten sorgen für genügend Abwechslung und wer mit seinen Lieblingshelden schon immer mal Seite an Seite Zombies abschnitzeln wollte, der hat jetzt die Gelegenheit dazu. Wäre Zombies abmetzeln eigentlich was für dich? Und spielst du überhaupt noch Fortnite? Sag es uns unten in den Kommentaren. Lass gerne auch einen Daumen nach oben da. Du kannst den Kanal auch abonnieren. Du kannst auch all deinen Freunden erzählen, dass sie den Kanal abonnieren sollen. Und ihn weiter verschicken. Und ansonsten bis zum nächsten Mal.